Es ist ein Jahr her, da hatte ich Matthias vorgestellt und dieses Video hat 10.000 Klicks erreicht. Ich fand das einfach klasse und ich musste ein Remastered-Video dazu machen, damit der Zuschauer eine bessere Quali hat. In der Zwischenzeit ist es ein Jahr vorbei und wir alle haben uns weiterentwickelt, auch meine Videos, und die Technik ist besser geworden, was die Quali und so angeht. Und da fand ich mein altes Video jetzt nicht so 10.000 Klicks. Like dieses Video werde ich dann zum alten Video hinzufügen. C'est si facile de créer une victime, mademoiselle, si facile. Le monde est ainsi fait qu'il n'y a plus que des victimes. Les martyrs sont très rares. In meiner Sammlung befindet sich immer noch die alte von NSM Records, also auch wo im alten Video zu sehen ist. Paar Tipps für den Einsteiger, der den Film zum ersten Mal sich anschauen wird. Ja, bringt Zeit und Ruhe für diesen Film, für dieses Horror-Drama mit. Er hat eine gewisse Filmlänge, wurde ich beansprucht. Dazu kommt noch die Story, wo dich psychisch und seelisch angreift. Eine perverse Story. Dabei geht es um eine Organisation, die eine Methode, wo es schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten gibt, durchführt an Menschen. Der Film erzählt speziell die Story von zwei Mädchen, wo sich schon seit dem Kindesheim sehr gut kennen. Erst um das kleine Mädchen und dann später um die Ältere, die beide in die Hände der Organisation geraten. Die Organisation, angeführt von einer Frau, tut alles, um herauszufinden, was nach dem, ja, ob es ein Leben nach dem Tod oder ähnliches, was da passiert, also was da abläuft, zu wissen. Wenden sie diese Methoden an, wo es schon seit längerem gibt. Unter den Filmfans ist es ganz klar so Top 3 Filme, sage ich mal, wo aus Frankreich kommen. Für den einen oder anderen ist es das Beste, was aus Frankreich gekommen ist. Erwartet jetzt keinen actionreichen Film, wo es splattet, sondern hier geht es eher um die Story. Der Film beansprucht einem anders. Ja, dieses Video würde ich dann im altes Video verlinken, damit der neue Zuschauer dann einfach eine bessere Quali und bessere Meinung zu diesem Film hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war das Remastered Video zu Matthias.